Ja, Robert, seit Sommer 2018 haben wir in Deutschland das VMware Cloud und AWS Rechenzentrum. Welche Anwendungsszenarien, Use Cases siehst du für die Verwendung dieser Rechenzentren, dieses Services? Ja, vielleicht ganz, ganz high level, was VMware Cloud und AWS überhaupt ist. Ja, Es gerne. ist ein Infrastruktur as a Service, den VMware voll managed und unseren Kunden anbietet, läuft in einem AWS-Rechenzentrum, basiert aber auf unserem Software-Defined Data Center Stack. Das heißt, unser Best-in-Class vSphere Hypervisor, vSAN als Software-Defined Storage Solution und NSX als Overlay Networking Technology. Das Schöne dabei ist eigentlich, diese Lösung verbindet tatsächlich die On-Premise-Welt und die Cloud-Welt und liefert eigentlich das Beste aus beiden Welten in einer Lösung. Okay, Das als heißt, Hybrid-Cloud-Lösung. genau, also Ja. quasi wirklich aus beiden Welten das Beste. Ich habe auf der einen Seite, dadurch, dass ich im AWS-Rechenzentrum laufe, diese wahnsinnige Skalierbarkeit. Ja? Ich kann nach oben skalieren, mein Cluster kann es aber auch nach unten skalieren. Aber ich muss mich nicht groß umdenken als Kunde, weil der Stack unten drunter ist genau der gleiche Ja. eigentlich, wie ich den On-Premise schon kenne. Ja, die gleichen Tools. Ich kann mein vCenter öffnen, ich kann HA nutzen, DRS. Und die ganzen schönen Features, die ja vSphere groß gemacht haben, ja, die kann ich genauso weiter nutzen. Was wären die Anwendungsszenarien für Genau, unsere Kunden? klassische Use Cases wären tatsächlich Cloud Migration. Das heißt, wir haben viele Kunden, die möchten sich eigentlich nicht mehr mit der Infrastruktur beschäftigen. Die wollen keine Updates mehr machen. Die wollen nicht alle 3 Jahre oder 5 Jahre neu sich über neue Hardware Gedanken machen. Die wollen tatsächlich diesen ganzen Part loswerden und migrieren alles zu VMware Cloud und AWS. Ja, die müssen nicht groß umdenken. Die Applikationen müssen nicht umgearbeitet werden. Re-Architecture Okay. findet hier nicht statt, weil es der gleiche Layer. Wir schieben sie einfach in die Cloud. Das heißt, die Unternehmen verkaufen oder geben ihre Rechenzentren auf und schieben einfach ihre Anwendung, so wie sie sie heute betreiben, eins zu eins in die Cloud. Exakt. Okay. Und die Vorteile davon sind einfach, dass die Unternehmen sich jetzt auf einmal auf die Applikation konzentrieren können, weil am Ende des Tages geht es ja um die Applikation. Ja, die Infrastrukturlayer wird von uns gemanagt und ich meine, wer kann es besser managen als der Hersteller selber von dem Infrastrukturlayer? Genau, das ist ein klassischer Use Case. Der zweite ist eigentlich die verlängerte Werkbank. Das heißt, ich erweitere mein On-Premise-Rechenzentrum in die Cloud. Ja, das heißt, ich nehme mir Ressourcen dazu, wenn ich es benötige. Wir haben einen Kunden, ein Fintech-Unternehmen hier in Deutschland, das genau diesen Use Case eigentlich benutzt, um ihre Dev-Test-Umgebung quasi in die Public Cloud zu verlagern, wenn es notwendig ist und wenn es nicht mehr notwendig ist, wieder nach Hause zu holen. Ja, also ich habe auch kein Login in der Cloud, sondern ich kann tatsächlich meine Workloads frei verschieben, wie ich möchte, ohne irgendwas verändern zu Okay, müssen. das heißt, der Kunde braucht gar keine eigenen Serverkapazitäten für seine Entwicklung, sondern Genau. er nimmt quasi diese Ressourcen aus der Cloud und kann größer, kleiner werden, er kann atmen und kann Exakt. die Services so konsumieren, wie er es benötigt. Genau, und der dritte große Use Case ist ein Disaster Recovery as a Service. Das heißt, auch hier wieder, gerade im Mittelstand, finden wir immer wieder Kunden, die haben eigentlich keine Disaster-Plan. Ja? Das heißt, was passiert eigentlich, wenn das Rechenzentrum wegfällt? Ja? Was passiert, wenn da irgendwas drauffällt und das Rechenzentrum ist weg? Und dafür ist auch VMware Cloud und AWS perfekt. Wir nutzen unseren Site Recovery Manager eigentlich, um die Daten vorher zu replizieren. Und dann haben wir ein automatisiertes Runbook, was quasi alle Workloads auf der Ja. anderen Seite automatisiert für den Kunden startet. Das Ja? heißt, wir könnten dann durch diese Lösung die Verfügbarkeit und die Skalierung bei diesen Kunden erhöhen und können auch mal 24 mal 7 gewährleisten, dass die Anwendungen des Kunden und die Services des Kunden dann auch auf unserer Plattform funktionieren. Genau, man kann das sogar im Zusammenspiel machen, tatsächlich, dass ich die Umgebung für die Zeit, wo ich kein DR-Szenario habe, vielleicht für Dev-Test-Umgebung oder Dev-Test-Workloads nutze. Und im Falle des Desasters skaliere ich diese Umgebung einfach nach oben und fahre die wirklich produktiven Workloads an. Okay. Ja. Anderer sehr großer Use Case ist tatsächlich End-User-Computing auf VMware Cloud und AWS, weil gerade End-User hier. Computing, das ist, was wir kennen von Virtual Desktop und Mobile Genau, Devices. genau. Ja? Und da ist ja gerade dieser Skalierungsansatz extrem wichtig. Ja. Ich habe zum Beispiel Kunden, die haben Seasonal Worker, die brauchen mal eben 300 neue Desktops. Normalerweise müssten sie sich Hardware On-Premise einkaufen. In VMC und AWS nutzen die einfach für diese 3 Monate unsere Lösung, deployen die Desktops dort und wenn sie die nicht mehr benötigen, stoßen die Umgebung ab und laufen wieder On-Premise. Ja. Supporten wir dafür das Thema End-User Computing Use Case jetzt nur unsere eigene End-User Computing Plattform Nee. oder auch Third Party? Genau, also Citrix ist eigentlich ein perfektes Beispiel von einer Third-Party-Integration, wo Citrix sich zertifizieren lassen hat, um auf VMware Cloud und AWS laufen zu lassen. Wir haben auch Kunden, die schon Citrix Workloads mit mehreren tausend Desktops tatsächlich zu VMC Aha. und AWS auch migriert haben. Das heißt, die Kunden können dann ihre Server, die sie heute haben, on-premise für ihre Citrix-Umgebung, für andere Dienste nutzen und schieben einfach dann
über vMotion ihre Citrix-Infrastruktur komplett in VMC und AWS. Genau, also die Use-Case, die wir haben, das ist eine Riesenlatte und da kommen auch immer wieder neue Sachen hinzu tatsächlich, ja, okay, die wir beim Kunden einfach feststellen. So, Robert, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben für unser VMC und AWS-Rechenzentrum in Frankfurt sehen wir folgende Use-Cases. Data Center Migration, Data Center Expansion, die verlängerte Werkbank, genau, in die Cloud. Wir haben das Thema Disaster Recovery, Notfallkonzepte als Service und haben den Use Case End-User Computing, wo wir auch Third-Party-Lösungen wie zum Beispiel Citrix auf VMC und AWS hosten können. Exakt. Korrekt? Exakt. Super, vielen, vielen Dank, Robert. Im nächsten Video schauen wir uns an, warum deutsche Unternehmen keine Angst vor Datengrundschutzverordnung und GDPR haben müssen. Mhm.